Hi, ich bin Marion Schauten. Ich arbeite im Gartencenter Blumen und Pflanzen Schauten in Kloppenburg und ich zeige euch heute, wie man einen peppigen Adventskranz machen kann, war auch am Sonntagnachmittag mit Jeans, mit Kupferelementen, absolut in Trendfarben 2014 und 15. Das ist, was ihr braucht: ein Tannenkranz, ein Strohrömer, eine Nummer größer, Kerzen in einer trendigen Farbe, wie blau, Jeans, eine alte, die eventuell nicht mehr passt, tolle Weihnachtsdekoration, wie Weihnachtskugeln oder tolle Sterne, Kupferdraht, Stecknadeln, Pinholder und Draht. Schritt 1. Wir schneiden erstmal die Jeans klein in dünnen Scheiben oder dünnen Fäden, die Schleifenband. So, die Jeansteile oder die Jeans ist jetzt in kleinen Bändern gerissen worden und die werden wir jetzt mit Stecknadeln um den Kranz machen. Wer noch ein altes Stück Schleifband hat, eventuell in blau oder in dunklen Farben, damit man den Strohrömer nicht so sieht, kann das umwickeln. Den Kranz, den haben wir jetzt umwickelt mit blauem Schleifenband. Der nächste Schritt ist, um diese Jeansstreifen um den Strohrömer drumherum zu wickeln. Man befestigt sie einfach mit Stecknadeln in den Strohrömern und umwickelt sie. Wie hier. Also, der Jeanskranz ist jetzt fertig, die Basic. Habe sogar das Wäscheschild noch dran gelassen, um es ein bisschen individueller zu machen. Dann legen wir einen kleineren Tannenkranz von der Römergröße her auf den Kranz und befestigt den mit kleinen Streifen von der Jeans. So, der Kranz ist nun befestigt auf den Jeans, einfach mit den Jeansstreifen. Und jetzt dekorativ werde ich das auch noch mal einmal befestigen mit diesem Aludraht. Man legt es um den Kranz drum und wickelt das einfach einmal fest. So, Aludraht, alles ist befestigt, der Kranz ist jetzt fest drauf. Und jetzt der nächste Schritt ist, um die Kerzen drauf zu befestigen. Dafür gibt es diese Metallhalter, Kerzenhalter genannt. Und die kann man einfach auf dem Kranz pieken. Und dann folgen die Kerzen. So, Finale! Die vier Kerzen sind jetzt drauf. Also Advent kann schon mal werden. Jetzt geht es ums Dekorieren. Und das kann man je nach freie Schnauze machen. Ich habe hier einen kupferfarbenen Teller, den lege ich jetzt drunter und ich werde jetzt Step by Step, hier habe ich eine Drahtschiene oder Draht mit Sternchen, das werde ich hier drum rumwickeln. Ich werde hier Weihnachtssterne dran dekorieren und füll schöne Dekorationen in der Mitte. Musik
hoffe, es hat euch gefallen. Das ist das Endresultat. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen bekommen. All diese Utensilien könnt ihr natürlich bei uns bekommen. Blumen, Pflanzen, Schauten, das Gartencenter in Kloppenburg. Ich bedanke mich und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.